Kommen wir zum nächsten Film. Gott und die Welt, ein Film, der durch einen gewissen Minimalismus besticht, finde ich. Also ein Film, der mit sehr wenigen Mitteln vieles erzählt, bis hin zur Frage, ob Religion nicht als Ursache von Zwistigkeiten statt als Bindemittel oder als Kit, die es ja vorgibt, manchmal zu sein, hier funktioniert. Also ein Film, der viel Spaß verbreitet, aber auch eine Menge nur als mehr als nur Spaß erzählt, glaube ich. Ja, ist irgendwie, macht es sehr vergnüglich, obwohl es natürlich ein sehr ernstes Thema ist. Hätte es fast besser am besten noch besser gefunden, wenn er noch minimalistischer gewesen wäre, ja? Also ein bisschen früher aufhört, weil er, für mich war es einfach so, auch in der Einfachheit der Mittel hat es den Punkt, wo er es ausgereizt hat, überschritten. Das ist die Gefahr, wenn man sich in Bilder verliebt und nicht vertrennen kann von den Bildern irgendwann. Ne? Punkt beim Montieren findet man mal und sagt, okay, der Film hat so viel Mühe gemacht dabei, da muss alles rein. Ne? Das ist die Gefahr, so einen Film. Gut, gibt es noch mehr? Ja? Ich fand das stilistisch total klasse. Also es war wirklich einfach und doch sehr charaktervoll. Also die kleinen Figürchen und die Körpersprache von denen, das fand ich sehr schön. Interessant ist vielleicht auch die Tonebene. Also der Film ist ja eigentlich nonverbal. Aber es gibt halt diese Sprachstimmung, die wir mitbekommen, so, die so mitschwingt in der Sprache und die Sprechblasen. Ne? Das finde ich auch eine ganz schöne, klare Lösung, die so der Bildsprache entspricht. Mir ging es nur so, dass es gibt ja dann irgendwann diese Stelle, also ab einem gewissen Punkt in dem Film wird ja dann so geballert. Also dann kommen die Waffen zum Sprechen. Und ich fand es dann, also mir ging es so, dass dann der Soundtrack, der dann im Black, also nachdem der eigentliche Film vorbei ist, wechseln ja diese Cartoon-Geräusche, gehen ja über in echte Geräusche aus Israel oder so. Das fand ich dann eben auch tatsächlich als Mittel zu Fille, weil ich die Info mit den Kanonen und so, das hat, war bei mir schon angekommen. Das war dann nochmal so eine, wie sagt man, so eine Doppelung von dem gezielten Effekt. Aber sonst fand ich ihn auch sehr, sehr klug auch so.